nicht zu wissen. Was du jetzt genau machst? Also ich tue jetzt ihre Lidpfeife ein bisschen betonen, nehme mir dafür einen ziemlich neutralen Braunton, einfach nur um das Auge ein bisschen optisch größer zu machen und um ein bisschen mehr Definition zu geben. Mach das Auge auf. Jetzt entsteht ja wie so ein kleiner Schatten, was einfach nur ein bisschen mehr Spiel ins Auge kommt. Von den Farben her sind es eher gedeckte Brauntöne, die dann so in Richtung Haut gehen. Dass es halt nicht so auffällig ist und nicht so stark. Und das Endresultat, der gesamte Look? Der gesamte Look wird ein ziemlich klassischer, cleaner Nude-Look, der auch ziemlich gut im Alltag getragen werden kann. Weil es halt alles ziemlich gedeckt ist. Du siehst, ich mache jetzt auch nicht so viel mit Farbe. Ist alles eher gedeckter. Als nächstes machen wir die Lippe. Als Lippenfarbe habe ich mich für einen ganz, ganz zarten Pfirsichton entschieden. Einfach nur, dass es nicht zu dick aufträgt. Habe es mir auch etwas mit transparentem Gloss runtergemischt, damit die Lippen nicht so stark ausgetrocknet werden und ein bisschen mehr Glanz in die ganze Geschichte reinkommt. Jetzt tragen wir das Rouge auf. Ich entscheide mich für einen ziemlich hellen Peachton. Dafür muss ich jetzt einmal lächeln. Genau. Warum lächeln? Damit es auf den höchsten Punkt gehen kann. Die meisten tragen sich hier vorne an den Bäckchen auf und das Problem ist, wenn sie dann nicht mehr lachen, dann hängt das Rouge hier unten. Und das ist jetzt ein ziemlich schöner, natürlicher Ton. Das sieht einfach nur aus, wie wenn sie ganz leicht, eine ganz leichte Frische reinbekommen. Ist auch nicht zu dick aufgetragen. Perfekt für den Alltag. Also noch frischer. Noch frischer, wie vorher schon. Dann siehst du, es gibt nur so einen ganz leichten Auffall. So, als nächstes tragen wir den Highlighter auf. Einmal Nasenrücken. Einmal entlang der Schläfe. Einfach nur ein bisschen mehr Frische ins Gesicht wieder reinzubringen, dass das Ganze wieder ein bisschen mehr Dimension reinkriegt und nicht so stumpf aussieht. Und um ein bisschen Lichteffekte reinzuhauen. Okay, deswegen Highlighter, weil es um die Lichteffekte in Helligkeit geht. Genau. Genau.